Servus Freunde, herzlich willkommen. Ich dachte, ich nutze die Gelegenheit mal aus. Und zwar, wir reden über die Prime Day Angebote, die es gerade auf Amazon gibt. Nein, es ist nicht irgendwie, dass ich jetzt Geld aus eurer Tasche ziehen möchte, aber es gibt die Möglichkeit, falls einer doch etwas kaufen wollte bei diesen Prime Day Angeboten, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen, weil es die Sony ZV-E10 für sage und schreibe 529 Euro gerade als Angebot gibt, anstatt für 629, also 100 Euro günstiger. Und ich würde sagen, springen wir rüber zum Rechner und schauen mal, was es für Angebote gibt. Fangen wir mal oben an. Hier das erste, das sieht schon mal interessant aus. Okay, also es gibt die DJI Mini 3 Pro. Aha, sieh eine an. Warum sage ich das so? Für 839 Euro. Ich habe mir die DJI Mini 3 Pro nämlich gekauft. Also Freunde, man sieht, ich habe für die DJI 949 Euro bezahlt mit Controller, Smart Controller, und auf Amazon kostet das gerade 100 Euro günstiger, also das lohnt sich, plus ihr habt Care Refresh aktiviert. Ich musste nochmal extra für 2 Jahre 150 Euro für Care Refresh bezahlen und seid gespannt, da kommt nochmal Content dazu. Also das ist schon mal ein gutes Angebot, wer eine Drohne auf jeden Fall kaufen wollte. Was wäre denn so interessant? Hier, ZV-E10. 649 Euro steht hier, Prime Day Angebot, mit Objektiv natürlich, und da sehen wir 529 Euro für die Sony ZV-E10, das ist ein Hammerpreis, ich sag euch ehrlich, also der Preis schmeckt, also kann ich nur empfehlen, also wir haben die Sony ZV-E10, wir haben die DJI Mini 3 Pro, da spart man auf jeden Fall Geld. Was haben wir hier noch? Das Sigma 16mm, das würde ich jetzt nicht kaufen, ich würde es lieber gebraucht kaufen, übrigens kaufe ich das verkaufe ich das Ganze für 270 Euro ungefähr. Ihr wisst, ich behandle meine Sachen immer ganz, ganz gut. Ich schau mal hier weiter, was alles noch so gibt. Hier das Sigma 30mm habe ich auch zum Verkauf übrigens drin. 290 Euro, ein sehr, sehr guter Preis, nur sehr zu empfehlen. Also diese Fliege hier, die nervt unglaublich. Hier ist eine Fliege gerade. Wer gerne Porträts fotografiert, der kann hier gerne das Sigma 56mm kaufen, das ist Micro Four Third. Eben habe ich aber noch Sony gesehen. Wo ist das Ganze hier? Das ist Canon EF Mount, hier für Sony E-Mount Systeme. Das kostet 400 Euro. Ne, hier ist kein Angebot leider dabei für Sony E-Mount Systeme. Aber es gibt auch für Fuji Mount Systeme, Canon Mount Systeme, gibt es hier wirklich tolle, tolle Angebote. Das ist alles extrem reduziert, immer zwischen 50 und 100 Euro. Spart ihr hier auf jeden Fall. Also ich würde, wenn ihr eh eins kaufen hättet wollen, würde ich hier definitiv zuschlagen. Dann gehen wir mal weiter und schauen mal hier Kamerazubehör mal rein. Joby Gorillapod kann man machen für einen Fuffi, ja, muss aber nicht sein. Lieber das Gorilla Montespot Pro würde ich lieber benutzen. Ah, E-Mail gekommen. Meine Identität für die Kameradrohne, also für das Luftfahrt, oder wie heißt das Ganze? Also für die Registrierung bei der Luftfahrtbehörde, so, ist endlich da. Das heißt, ich kann endlich jetzt mit der Drohne mal rumfliegen. Darauf habe ich nämlich die ganze Zeit gewartet. Auf jeden Fall, sei es drum. Wenn ihr eine Tasche günstig haben wollt, die habe ich auch, das ist das Modell hier. Wenn ihr einfach eine günstige Tasche sucht, die, sage ich mal, euren Alltag bewältigt und ein paar Sachen reinpassen, das ist nicht ganz genau die Tasche, aber die ist ziemlich ähnlich von dem, die ich habe. Für das kleine Geld könnt ihr die kaufen von Low Pro. Macht ihr nichts falsch, ja. Für den Anfang muss man nicht immer die teuren kaufen, und das reicht vollkommen aus fürs Erste. Würde ich mal einfach behaupten. Ich habe die immer noch, die passt eigentlich soweit. Ich zeig dir mal kurz. Das ist das Stück hier, kann man kaufen, benutze ich immer noch. Ja, ist vollkommen okay, so für All Day. Ja, sehr gut, jetzt ist mein Adapterring runtergefallen, aber ja, für den Anfang, guck mal hier, alles zu eng hier, für den Anfang ist das Ganze eigentlich ganz, ganz gut. Hier eine Schirmsoftbox für 25 Euro, ich glaube meine war günstiger sogar, aber die hat noch einen Diffuser hier, das ist ein guter Preis, 25 Euro. Hier eine Schraubklemme Volimex Pro Galgen. Das Teil hier, das ist auch zu empfehlen, wenn ihr was aufhängen wollt zum Beispiel. Kann man machen. Kostet 40 Euro, normalerweise 48 Euro.
Ja, das spart dir 8 Euro. Ist nicht die Welt, aber hey, 8 Euro ist 8 Euro. Ne? Manfrotto. Was haben wir hier? Ein Stativ. Ja, ich sag euch ehrlich, wenn ihr schon 120 Euro ausgibt, Manfrotto ist eine krasse Marke. Es gibt bestimmt bessere. Die sieht okay aus, aber ich würde da lieber ein paar Euro drauflegen und einen richtig guten kaufen. Ja, nicht das da. Dieser Rollestativ sieht ziemlich interessant aus. Das kann man echt gebrauchen. Ja, das kann man, das ist sehr flexibel. Hey, wenn ihr sowas braucht, ein Rollstativ, finde ich cool. Kommt nur drauf an, hier, bei das habe ich 12 Kilo. Das reicht vollkommen aus. Ey, das ist ein guter Preis, packe ich euch mit rein. Kann man machen, mach mal nichts falsch, Leute. Hier, Manfrotto, da haben wir den wieder. Das ist ein Monopod. Ich habe auch einen. Oh, der ist gut. Der ist gut, ich glaube, man kann das Teil hier auch abmachen. Ja, das ist gut. Das braucht man hin und wieder mal, zum Beispiel, wenn die Kamera einfach mal da drauf stehen muss oder ihr könnt da oben einen Gimbal drauf machen, dann habt ihr mit so einem Monopod einen verlängerten Arm und dann sieht es aus, als ob eine Drohne fliegt. Ziemlich, ziemlich geil. Kostet 120 Euro, eigentlich nur 100 Euro. Kann man machen, wenn man gerade eins braucht. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht dafür da, um euch jetzt irgendwie zum Kaufen anzuregen, sondern wenn gerade einer etwas braucht, dann kann man hier natürlich zugreifen, wenn es gerade passt. Hier, schaut mal hier, was haben wir denn hier? Das habe ich schon davor schon gerade gefunden und ich werde es mir wahrscheinlich kaufen. Wir haben hier einige Rucksäcke, aber das, was mich interessiert, ist das hier, PGI Tech One Mode 2. Das werde ich hier kaufen, das kostet 270 Euro sonst. Ich habe auch auf anderen Shops geguckt vor ein, zwei Wochen und für 230 Euro, das ist 40 Euro günstiger, ist das auf jeden Fall ein Angebot, was ich nicht ablehnen möchte. Was kostet die kleinere Variante? Die kostet 200 Euro, das heißt 40 Euro günstiger. Ich kaufe aber gleich die große, dann brauche ich nicht irgendwann mal eine zweite kaufen. Ah, PGI Battle Kamera Clip, 50 Euro statt 60 Euro. Packe ich euch auch rein, das ist auch ein geiles Teil. Kann man nur empfehlen. Small Rig Mini Magic Arm, anstatt 18 Euro nur 12 Euro. Packe ich euch auch rein. Sowas kann man immer gebrauchen, Leute. Hier oder so ein 18-teiliges Filter-Adapter-Set kann man auch immer gebrauchen. Oder hier ein ND-Filter, 60 Euro. Ja gut, die Preise, na klar, die sind nicht so günstiger, ne? Das sind 15%. Seitengriff passt auch soweit. Also hier, das sind echt coole Angebote. Small Rig, ich glaube, das ist das, was ich habe. Ja, ich glaube, das ist sogar das, was ich habe. 140 Euro, ja, genau das habe ich. 140 Euro statt 180 Euro. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ihr könnt euch das natürlich kaufen, wenn ihr möchtet. Packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich habe hier oben aber nicht das, was ihr gerade seht. Das habe ich nicht ersetzt. Ich habe da oben nämlich eine Baseplate von Falcam draufgehauen. Das heißt, für die Schnellwechselplatte. Auch dazu habe ich ein Video. Ist in der Videobeschreibung natürlich ebenfalls verlinkt. Das ist ein gutes Angebot. 20% günstiger. Also da macht ihr nichts falsch, da macht ihr alles richtig damit. Das Teil ist auch geil von Small Rig NATO Griff. Das wollte ich mir auch fast kaufen. Das Geile ist hier, ihr könnt hier draufklicken und dann könnt ihr die Kamera, also mit dem Seitengriff, entweder so halten oder zum Beispiel, wenn ihr die Kamera anders halten möchtet, dann könnt ihr den Griff auch dann drehen. Das heißt, ihr drückt auf den Knopf und könnt dann den Griff einfach weiter drehen. Und das ist geil. Das habe ich mir fast gekauft, aber mich auch dann für ein anderes entschieden. Nicht jetzt, weil das jetzt hier schlechter ist, sondern das hat zu dem Setup, was ich gerade habe, einfach besser gepasst. Und ich spare 20 Euro. Ist ein geiler Preis. Also packe ich euch auch natürlich in die Videobeschreibung. Also ihr seht, hier sind echt geile Sachen. Wenn man etwas braucht, dann denke ich, dass man hier auf jeden Fall fündig wird. Zum Beispiel hier, das ist mein erstes Stativ gewesen von K&F Konzept. Genau das Teil hier, 120 Euro statt 140 Euro. Ja, die 20 Euro, die macht schon was aus. Hier, wenn ein Gimbal braucht von Shiyun Vibil 2 und drauf Bock hat, das ist 20% günstiger gerade. Crane 2S, ein Mini-Gimbal, auch zu empfehlen. Zum Beispiel passt das sehr gut mit der Sony ZV-E10. Falcam F38, dazu habe ich doch ein Video gemacht. 28 Euro. Baseplate mit, also Quick Release, Schnellwechselplatte mit Baseplate. Statt 35 bzw. 36 Euro nur 28 Euro. Da würde ich zuschlagen. Weil ich habe für 1,40 Euro bezahlt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Ich sehe aber auch Riesen. Also Leute, passt auf vor irgendwelchen No-Name-Marken.
Da würde ich wirklich einen großen Abstand davon halten. Lieber nicht kaufen. Irgendwelche Mikrofone habe ich gerade gesehen, die man nicht kennt. Ja, mehr gibt es auch nicht. Also da gibt es auf jeden Fall coole Angebote. Checkt's ab. Wenn ihr was braucht, kauft das bitte über meinen Link. Ihr wisst, da kriege ich wenigstens ein bisschen Provision davon. Ist kein Grund, jetzt euch zum Kauf anzuregen, sondern ich habe mir gedacht, hey, wenn es coole Angebote gibt, warum nicht einfach euch vorstellen. Ich packe euch die Sachen, die ich euch empfehle, meine Videobeschreibung. Die ich nicht empfehle, könnt ihr trotzdem kaufen, aber das sind die Sachen, die ich auch kaufen würde. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich euch zum Kauf anrege. Naja, also, ich würde sagen, da sehen wir uns sehr bald beim nächsten Video. Ein kleiner Spoiler, Sony ZV-E10, A74 und ZV-E1 im Battle bei der Bildqualität. Ja, also nicht verpassen. Bis dann, ciao.